Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der Metallbau Göbel GmbH. Ihr kompetenter Partner für Tore, Sonnenschutz, Treppen, Geländer und Terrassendächer. Kommen Sie in unsere Ausstellung oder lassen Sie sich vor Ort beraten. 25 Jahre Erfolg im Metallbauhandwerk. Unsere qualifizierten Mitarbeiter führen Ihren Auftrag von der Planung über die Fertigung bis hin zur Montage und Wartung fachgerecht aus. Metallbau Göbel GmbH, Grimmsche Hauptstraße 13 in Glashütte, Ortsteil Reinhardtsgrimmer. Herzlich willkommen zum Talk im Autohaus. Heute zu Gast ist Dr. Peter Kersten. Er wurde am 26. Juli 1943 als Peter Lehmann in Furst geboren. Unter dem Künstlernamen Peter Kersten oder Zauberpeter entwickelte er sich zu einem der bekanntesten Zauberkünstler in der DDR mit eigenen TV-Sendungen und Auftritten in der ganzen Welt. Kersten hat 150 Reisefilme gedreht. Auf der indonesischen Insel Sumba hat er ein neues Zuhause gefunden. Seit 2010 ist er mit einer Indonesierin verheiratet. Sie betreiben gemeinsam ein 2012 eröffnetes Hotel. Einige Monate im Jahr verbringt Peter Kersten auch in Deutschland und er zaubert immer noch. Ja, dann sage ich herzlich willkommen, Dr. Peter Kersten oder Hallo. Zauberpeter Hallo. Oder Copperfield des Ostens. Nein, Moment, also da muss ich, erster Einspruch. Ja, sprechen Sie. Die Zeitungen und Magazine, wenn die einen Artikel über mich gemacht haben nach der Wende, ja. Dann haben die immer geschrieben, der Copperfield des Ostens. Genau. Und das ist völlig falsch. Ich war niemals der Copperfield des Ostens. Copperfield war der Peter Kersten Amerikas. Das haben Sie jetzt auch mal richtig gestellt. So muss es richtig heißen, weil ich diese Großillusion wie verschwindendes Motorrad, verschwindende Pferde und ähnliches 10, 15 Jahre vor Copperfield schon in meinen Schoß im Friedrichstadtpalast Berlin gemacht habe. Ja, genau, denn also Sie, andersrum, bitte gern. Richten Sie sich an Copperfield aus, er ist der Peter Kersten Amerikas. Wenn der dann später hier auf dem Sofa sitzt, da sage ich ihm das. Ich bitte darum. Ich habe ihn ja schon getroffen bei meinem ersten Gastspiel 1977 in USA in Los Angeles. Da war er gerade mutiert von einem Tänzer zum Magier und hatte die Tanzerei aufgegeben. Deshalb kann er sich übrigens sehr, sehr gut bewegen auf der Bühne, weil er ist ausgebildeter Tänzer. Und er ist dann zur Zauberei und hat einen sehr, sehr guten Manager. Und, und damals, als er anfing zu zaubern, da habe ich ihn in Los Angeles getroffen. Ja. Und das war, also die ersten Anfänge Ihrer Zauberei gehen ja so auf das Jahr, auf die Mitte der 60er Jahre zurück, wo Sie angefangen haben, damals bei Heinz Quermann. Mitte der 50er. Aber der erste Fernsehauftritt? Der erste Fernsehauftritt war... Also wo es einem breiten Publikum bekannt vor 50 wurde. Jahren. Ja. Ey, ich habe in diesem Jahr 50-jähriges Fernsehjubiläum. Da. Notieren Sie sich das mal bitte, ja. Nee, genau vor 50 Jahren, da war ich bei Heinz Quermann in Herzklopfen kostenlos und das war das erste Mal vor der Kamera. Mhm. 50 Jahre, mein Kind. Mhm. Ich habe übrigens meinen Pass weggeworfen, ich will mein Geburtsdatum nicht mehr sehen. Haben Sie das zielgerichtet gemacht auf die Zauberei, auf die Unterhaltungskunst zugesteuert oder gab es da viele, viele Zufälle, die Ihnen halfen, zu werden, was Sie sind? Der Zufall kam in Person eines Klassenkameraden, ich war in der vierten Klasse. Mhm. Und da zeigte er mir einen Trick, wir hatten Pioniernachmittag, Kulturnachmittag nannte sich das. Und jeder, die Älteren kennen das vielleicht noch, nicht jeder sollte irgendwo aus der Klasse einen kleinen Kulturbeitrag leisten. Und mein Freund wollte einen Zaubertrick vorführen. Und das hat mir so gefallen, habe gesagt, bitte lass mich den vorführen. Habe das dann gemacht, eine brennende Zigarette in einem Taschentuch. Habe keinen Rüffel vom Klassenlehrer bekommen, ich meine wegen der brennenden Zigarette. Vierte Klasse. Nicht der Trick hat ihn auch so verblüfft. Ja, dann habe ich gefragt, was hast du denn gekauft? Ich wurde dann in dem Geschäft, das war das Zaubergeschäft Jacobi in Fredersdorf bei Berlin. Mhm. Und da habe ich dann Zaubertricks bestellt und wurde also ganz enthusiastisch und habe in der Oberschule schon Geld verdient. Nebenbei als Student Geld verdient und als Student, wie gesagt, 1965 war ich das erste Mal vor der Fernsehkamera. Und ja, bitte? Da habe ich einen Trick gemacht in dieser Fernsehsendung. Ist heute noch mein Lieblingstrick. Und der ist heute noch aktuell? Ist aber heute noch aktuell, weil ich den trage ich immer bei mir. Ja, dann, wie das so zufällig beim Fernsehen ist, würde ich sagen, Sie zeigen mir den. Ja, vielleicht nicht nur ihn, auch allen Zuschauern auch. Und vielleicht komme ich dahinter, wo hier der Trick in der ganzen Sache ist. Und das ist ein Trick mit einem kleinen Stück Papier, das dürfen Sie sich gerne anschauen. Nehmen Sie es ruhig in die Hand.
Und ist in Ordnung. Sagen Sie einfach, ja, wir sind alles in Ordnung. Ja, beste gut. Ordnung. Und einem kleinen roten Tuch. Nehme ich auch in die Schauen Hand. Schauen Sie sich auch an. Das mache ich. Okay. Und das Erste, was man aus dem kleinen Stück Papier macht, ist eine kleine Papiertüte. Ja. Das ist eine Papiertüte, ja. Und hier hinten ist der Notausgang, den macht man zu. Und Sie achten einfach auf das rote Tuch. Ist noch da, ja? Natürlich. Ja, natürlich. Ist noch, normalerweise müssen Sie jetzt richtig laut Ja sagen. Ja, rufen, ja. Ich sehe das Tuch. Das ist ja Wahnsinn. Naja, Sie haben es noch nicht verlernt. Dass ich meine, das begeisterter Zuschauer. Also, nein, so alt sind Sie ja noch gar nicht. Ist egal. Nein, wissen Sie übrigens, warum das rot ist? Nein. Ich bin auch in der Gegend aufgewachsen. Also Tuch ist das noch war da. Das Klassentuch. Ja, nee, wissen Sie, warum das noch da ist? Weil der Notausgang zu ist. Wenn man den aufmacht, kommt man in Schwierigkeiten und das ist logisch. Nochmal, wenn Sie mögen, ich zeige Sie nochmal ganz langsam. Das Erste, was man aus einem kleinen Stück Papier macht, ist eine kleine Tüte. Hinten ist der Notausgang, den macht man zu. Und angenommen, ich will den Trick nochmal machen, nehme ich das rote Tuch einfach wieder raus. Ja, ich habe es ja reingesteckt, muss ja drin sein, oder? Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, ich komme Ihnen auf die Schliche. In ja, dann wäre ich ein schlechter Zauberer. Ja, aber meine nächste, also ich hätte jetzt eine geniale Überleitung gehabt, da Sie ja schon die 70 überschritten haben, das darf man, doch, das muss ich sagen, lernt man denn diese Fingerfertigkeit, verlernt man das nie? Eigentlich nicht. Nee? Fahren Sie Fahrrad? Ja. Wann haben Sie es gelernt? Ganz frühzeitig, mit 6. Und haben Sie es verlernt? Nein. Sehen Sie, mit dem Zaubern ist so ähnlich wie mit dem Fahrradfahren. Aber auch, ich meine, die Fingerfertigkeit lässt vielleicht im Alter ein bisschen nach, oder ist das bei nicht nur die Fingerfertigkeit. Verschiedenste Sachen lassen nach, ich weiß. Aber ja, in Ihrem Alter weiß man das noch nicht. Sie wissen aber ja gar nicht, was ich meine. Okay. Ich meine, das Behalten von Namen, das lässt nach dann. Ja, bei mir gut. Schon ein bisschen. Jedenfalls, also 65, das erste Mal in der TV-Show. Ja. Sie sind, ich darf es mal sagen, Sie sind ein Globetrotter geworden. Sie sind, Sie haben die Welt gesehen. Ja, Gott sei Dank. Wir haben uns ja schon über eine Stunde jetzt unterhalten vor der Aufzeichnung. Es sind so viele Sachen, auf die man eigentlich eingehen möchte. Aber wenn ich Sie jetzt fragen würde, wenn Sie die 70 Lebensjahre mal so Revue passieren, was war denn so das gravierendste, das bedeutendste Ereignis, was Ihrem Leben die Richtung gegeben hat? Gab eigentlich kein gravierendes Ereignis. Oder doch, das gravierendste Ereignis war, dass ich mir meine Lebensträume erfüllt habe. Ich habe in der Schule, in der Oberschule immer allen erzählt in der DDR, ich bereise die Welt und ich schreibe über Amerika und ich mache Fotos, habe als Kind schon angefangen zu fotografieren. Mhm. Und damals mit dieser alten Juwel, ne, mit 6x6, mit dieser Kamera, mit dem Kasten, das ist ja Wahnsinn. Und und der Lebenstraum hat sich erfüllt. Und das Einzige, also ich sollte und musste studieren. Das wollten meine Eltern, lerne erstmal was Vernünftiges, was Ordentliches, dann kannst du immer noch Künstler werden. Und für mich war klar, um die Welt zu reisen, das konnte ich nur verwirklichen als berühmter Künstler. Gab ja Beispiele, berühmte Künstler konnten um die Welt reisen, wenn wir Engagements gekriegt haben von irgendwo. Ich hatte keine Westverwandtschaft ersten, zweiten Grades. Und dadurch war ich also prädestiniert, eventuell auch die Genehmigung zu bekommen. Und das konnte man nur als bekannter und berühmter Künstler. Also habe ich gesagt, ich werde ein berühmter Künstler. Für die Jüngeren, ich bin es dann auch geworden, die Älteren wissen es ja dann sowieso. Aber und dann musste ich seit 1976 ständig in den Westen reisen. Sie Armer. Ja, und habe also dann auch meine Kohle verdient in Dollar oder in D-Mark. Und 1976 war ich das erste Mal im Westen zum Weltkongress der Magier in Wien. Da gab es auch einen Wettbewerb, den habe ich nicht gewonnen. Preise gab es dann später. Aber damals, glaube ich, war ich 39. oder so im Wettbewerb. Aber da saß ein Agent im Publikum. Also nicht von der NSE oder so, nein, das war ein Konzertagent. Und dem gefiel das, was ich gemacht habe. Und er lud mich 1977 bereits ein zu einer ersten Tournee in die USA. Und die haben Sie auch von bekommen als Reise auch? Ist das alles problemlos? Ja, das ist also gut. Sie waren Exportschlager, oder? Ich war ja Exportschlager. Ja. Und damals bei meinem Gastspiel hat die Washington Post mir sogar auf Seite 2 einen Artikel gewidmet. Ich habe in Hollywood gearbeitet, bin Hollywood-Preisträger geworden in der Sparte Magie 1977, ausgezeichnet als hervorragender Magier des Jahres, ausländischer Magier des Jahres 1977.
Naja, und dann habe ich mein Gastspiel verlängert, weil ich unbedingt tauchen wollte. Mhm. Ich war ja nun vernarrt in die Taucherei. Ich habe dann meine ersten Tauchversuche, also in der DDR, in den Mecklenburger Seen gemacht. Ja. Und richtig tauchen im Ozean lernte ich in Kalifornien während meines Aufenthalts in Hollywood. Und da sagte mein Tauchlehrer, wenn du ultimatives Tauchen haben willst, musst du ins Pennekamp Riff gehen nach Florida. Mhm. Hat aber keine Zeit mehr und da haben wir auf dem Papier mein Gastspiel verlängert. Mit meinem Agenten haben das in die DDR, mhm, getelext hieß es damals. Ne? Kriegt auch Genehmigung, bin in den USA geblieben. Hatten Sie und war eine? 3 Monate auf den Florida Keys, ja, bin tauchen gegangen. Das ist ja auch eine Leidenschaft von Ihnen, ne? Das war dann später tauchen. Leidenschaft, ich habe da noch unter Wasser gefilmt. Aber auf dem Papier stand ja auch eine Gage. Ja. Die gab es ja nicht, war nur eine fiktive Gage. Ja. Und da habe ich nebenbei als Fotograf gearbeitet, unter anderem für solche Hochglanzmagazine wie Louis. Das war damals das Paar. Haben Sie das fotografiert hier? Das, Nee. Also, okay. Da sind sehr schöne Nackedeis drin. Ja. Ja. Wenn Sie es interessiert, zeige ich es Ihnen mal. Wir gehen jetzt immer mal auf Ihren Artikel. Naja, hier, gut, es gibt auch. Das ist heute da, ist das machbar, ist, ja. Ja, das ist natürlich, das ist auch für. Hier zum Aufklappen sogar, ne? Weil für einen Spind hängen und so. Das war ja dann Mode. Nein, ich habe sowas nicht gemacht. Ich habe ja, wenn ich mit Schönheitsköniginnen rund um die Welt gefilmt habe, das war ja immer eine Qual, ne, für mich da mit den schönen Mädels vor der Kamera und so. Das, ja, nee, nicht, dass jetzt was Falsches denken. Ich bin sogar solide verheiratet in Indonesien. Aber ich wollte Ihnen den Artikel zeigen, den ich damals gemacht habe. Das war über den zweiten Mann der NASA. Aber und noch zwar, mal kurz, bevor Sie blättern, Sie haben ja ganz spät geheiratet, ne? Also Sie, ja, ich war immer ein Spätentwickler. Ja, man nannte Sie ja den ewigen Junggesellen. Richtig. Ist da nie eine Frau gekommen, wo Sie sagen, doch, die entflammt jetzt meine Zauberkunst auf anderen Gebiet? Ja, es gab viele Frauen in meinem Leben, zu denen ich auch schon zu DDR-Zeiten ein festes Verhältnis hatte, mal 4 Jahre, mal 5 Jahre. Aber ich war immer mit meinem Beruf verheiratet. Und irgendwo ging das immer schief. Mal wollte ich sie nicht mehr, mal wollte sie mich nicht mehr, weil ich hatte 2 Frauen, die waren also ernsthaft daran interessiert, mich zu heiraten. Das ging dann so 4, 5 Jahre. Aber die wollten nicht Nummer 2 sein, weil mein Beruf kam immer an erster Stelle. Ja. Und irgendwann, Ja, aber vor 4 Jahren hat es mich ja dann erwischt. Da hat sie es erwischt. Ja, ja. Da komme ich später mal zu. Noch, genau. Ich habe die Seite gefunden. Jawohl, jetzt zeigen wir die mal den Zuschauern. Das war der zweite Mann der NASA, Ed Campagna. Wann war das jetzt? Das war 1978, habe ich die Geschichte fotografiert und geschrieben. 1979 wurde sie in Louis veröffentlicht. Und der Mann war verantwortlich für Apollo 11, fürs Mondrückerlaboratorium, für die Testkammer, aber das gesamte Raumschiff getestet worden ist. Dass Sie das machen, das wusste die Konzert- und Gastspieldirektion auch nicht. Nein. Sie haben ein Pseudonym verwendet. Das habe ich unter Pseudonym gemacht, weil ich wollte meinen Namen Peter Kersten nicht unter die Reportage schreiben. Ich ging davon aus, dass auch in der DDR die Funktionäre also solche Magazine lasen. Außerdem kriegte ich mal ein schönes Zubrot. Also so eine 12-seitige Geschichte in Farbe hat mir jedes Mal 10.000 Westmark Cash auf die Hand eingebracht. Ne? Nicht schlecht, nicht kleines schlecht. Zubrot kleines für einen Zubrot. DDR-Bürger. Ne? Ja. Und hier sehen wir die Parallele dann zu Ihnen. Der Mann war Amateurzauberer. Und ich habe 1977 bei meinem Gastspiel, wie gesagt, eine Show gemacht für die Präsidententochter, für Amy Carter. Und da lernte er mich kennen und sagte, ey, Menschenskind, komm doch mal nach Houston. Ich bin da Boss bei der NASA mit und hat mich eingeladen. Und 1978 kriegte ich dann von der NASA meinen Presseausweis, habe die Geschichte gemacht. Und das Schöne war, ich bin ja mit Ed, bin ich ja damals mit einer kleinen Privatmaschine über die ganze NASA geflogen. Ich habe als DDR-Bürger, 78, das muss man sich mal vorstellen, wie im Grunde pervers das ist, ne? Oder war. Ich bin als DDR-Bürger mit einer Privatmaschine, mit einem kleinen Flugzeug, über das gesamte NASA-Zentrum geflogen und habe die gesamte NASA von oben fotografiert. Und als die Herausgeber in München, Heinz van Nauhuis, die Geschichte gesehen hat und vor allen Dingen die Fotos gesehen hat von den Luftaufnahmen, hat er gesagt, Kersten, du Hund, sei ehrlich, hast du die Geschichte schon an die Russen verkauft? Das hat ihn aber auch nicht gerade die Sympathie der USA eingebracht, oder? Ich war ja, wie gesagt, auch auf der zweiten Seite der Washington Post. Es gab in Hollywood auch viele Artikel, Zeitungsartikel über mich. Aber irgendwann war es den Leuten suspekt. Ich machte Verträge auf dem Papier, ich hatte Geld in der Tasche, bin mit dem Leihauto durch ganz Amerika gefahren, bin tauchen gegangen, war bei der NASA
Ab 1981 hatte ich für die USA Einreiseverbot. Mhm. Aber Sie hatten ja... Man hat mich dann für einen Spion gehalten. Oder sicher, ne, weil Sie diese Aufnahmen hatten. Ja, na logisch. Mhm. Sie hatten aber auch bei uns in der DDR, also ich sag bei uns, Entschuldigung, macht ja eine super wie, Karriere. Wie alt waren Sie zur Wende, darf ich mal fragen? Wo Sie Ihren ersten Auftritt hatten bei Heinz Quermann, bin ich auf die Welt gepurzelt. Gepurzelt? Ja. Ah, ja. Ja, schauen Sie mal an. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Eine einfache Geburt, ne? Einfach und so. Also ich gehe noch auf Ihre DDR. Ja, okay. Sie hatten eine TV-Show als Student, die hieß Köpfchen. Dann, Sie hatten dann Kunterbunt, die habe ich auch selbst gesehen, über 100 Folgen. Richtig. Und Sie von waren... Von 75 bis 85. Auch dann in der großen Unterhaltung, Kesselbund des Friedrichstadtpalasts. Ja, also natürlich. Damals. Sie waren ja eigentlich einer der größten Unterhalter in der DDR. Mit 1,70, ja. Ja. Wie haben Sie denn die Unterhaltung in der DDR empfunden? Weil ja viele sagen, wir sind so schlecht unterhalten worden, weil wir durften ja wenig Westprogramme gucken und wenig Westkünstler. Wie fanden Sie das denn? Ich fand die Unterhaltung in der DDR, ich sage mal, auch wie viele andere Berufe, solider. Mhm. Schaumschläger haben es in der DDR praktisch nicht geschafft. Ja. Gut, es gab einige Karrieren aufgrund des Parteibuches. Das war nicht auszuschließen. Das gab es auch. Hm. Ich will nicht sagen, es war die Norm, aber es gab es auch. Aber die Ausbildung, egal ob Künstler oder Wissenschaftler, die war in der DDR gut. Und man musste ja in der DDR auch als Künstler eine Prüfung ablegen von der Kommission. Über die Qualität der Kommission müssen wir nicht diskutieren und reden. Aber man konnte nicht so einfach sagen, ey, ich bin der Größte, eine große Reklame und wow, und dann stand nichts dahinter. Das ging in der DDR nicht. Mhm. Und ich bin ja, ich sage es mal, als gelernter DDR-Künstler, bin ich ja in die ganze Welt gebucht worden. Ja. Ich zu meinem Kundenkreis gehört also nicht nur die Präsidententochter. Ich habe für die Königin Silvia von Norwegen gezaubert, für Friedrich Karl Flick, also für Industrielle im Westen, der König von Spanien, für den habe ich mehrere Vorstellungen gespielt. Ach, da gibt es eine hübsche Anekdote, haben wir noch ein bisschen Zeit? Mit dem Autogramm? Ja. Ja, die können wir gerne erzählen. Die kennen Sie, ja, also aus meinem Buch, hat er im Buch gelesen. Der Zauber, Peter, das ist ja vor 3 Jahren im Buchverlag für die Frau in Leipzig erschien, der Zauberpeter, auch mit vielen schönen Fotos drin. Da finden Sie übrigens auch das Foto mit dem König von Spanien hier und mit Emi Carter, das ist auch drin und so weiter und so weiter. Und dazu wird es übrigens jetzt ein Hörbuch geben, das ist gerade in Arbeit. Das wird der Einleger und es wird eine Doppel-DVD. Da wird es also in diesem Buchformat 2 Scheiben geben. Ja. Und die eine Scheibe wird die Audio-CD sein, wo ich das Buch gesprochen habe. Und die zweite Scheibe ist eine DVD. Mhm. Da gibt es dann sämtliche Dias, also eine komplette Diashow mit allen Fotos, die hier zum Buch gehören. Und dann wird es Ausschnitte geben aus meinen früheren Fernsehshows und Ausschnitte von meinen Reisen. Ja. Die kann man zum Beispiel bestellen, kaufen. Die kann unter man. Zauberpeter DVD at googlemail.com. Ja, Zauberpeters. DVD. Wir blenden das noch ein. Machen Sie das dann ja, später? Ja, das machen wir. Dankeschön. Bitte sehr. Danke. Ein paar Mark extra dann oder so. Wir reden dann später, wenn die Kameras aus sind. Gut, also und zu diesem Buch kommt jetzt, wie gesagt, also das Hörbuch. Das kommt im August auf den Markt und eben zu bestellen. Zunächst mal ist es nicht im Handel erhältlich, sondern nur in meinem Eigenverlag. Zauberpeters DVD, ein Wort, at googlemail.com. Mhm. Ja, und da können Sie denn auch die Anekdote mit dem König von Spanien hören. Ich erzähle sie mal ganz schnell, ja. Also jetzt nicht für Sie, Sie haben es ja schon gelesen. Ich erzähle die Anekdote für Sie. Also das war am Arlberg in Tirol, da habe ich oft in 5-Sterne-Hotellen gearbeitet. Also in Lech und Zürs, wo also die Könige und die Reichen der Welt dann zu Hause sind, wenn sie skilaufen, unter anderem auch Prinz Charles und so weiter, König von Spanien, der hat immer logiert in St. Christoph im sogenannten Hospizhotel, also auch ein 5-6-Sterne-Hotel. Und da zauberte ich im Bruderschaftskeller, also ich bin auch Bruder Peter, ja, bin in der Bruderschaft in St. Christoph, geht auf christlichen uralten Ursprung zurück, hunderte von Jahren alt, die Bruderschaft, und
Ja, im Bruderschaftskeller habe ich dann für den König von Spanien gezaubert. 15 Minuten sollte es sein, es wurden 2 Stunden. Dann fühlte sich das Königspaar sich genötigt, mich zum Essen einzuladen, zum Abendbrot. Wir gingen also ins Restaurant, ich habe da weiter gezaubert. Dann leerten wir noch viele, viele Becher Wein. Und als dann der König aufstand gegen Mitternacht und sich so dann so verabschiedete und damit also erklärte, die Party wäre zu Ende, bat er mich noch um ein Autogramm. Und dann nahm ich also, ich hatte damals meine Hollywood-Fotos von Magic Castle und so DIN A4 Größe, und da schrieb ich rüber ganz groß: für König Eduardo mit allen guten Wünschen. Und Queen Sophie saß links neben mir und stieß mich an und sagte: Peter, mein Mann heißt Juan Carlos, Eduardo ist der Skilehrer. Ich habe ihm dann ein neues Autogramm ausgeschrieben. Ja. Und, auf das alte Autogramm hat er mir handschriftlich eine Einladung in den Palast Zarzuela nach Madrid draufgeschrieben. Also er war nicht sauer? Nein, er war nicht sauer. Es war ein Mann mit einer ungeheuren Persönlichkeit. Mhm. Er hat sich also beim Frühstücksbuffet damals im Hotel auch nicht angestellt. Mhm. Da kam der Chefkellner und sagte: Your Majesty, may I bring you your breakfast to your table? Nicht, darf ich Ihnen das Frühstück an den Tisch bringen? Und da hat er gesagt: Nein, ich nehme, was ich will, ich stelle mich genauso wie alle anderen an, und dann, ich muss nicht eine extra Bratwurst kriegen. Mhm. Das fand ich großartig von ihm. Ja, es gibt auch anständige Monarchen auf dieser Welt. Kennen Sie Unanständige? Hab gelesen davon. Also, auch, aber nicht in meinem Buch. Nein. Ich lese noch andere Bücher. Also, die sind zwar die erste Wahl der Literatur, aber andere Sachen lese ich auch noch. Okay. Herr Kersten, Sie haben ja hier dieses Mauspad. Wollten Sie haben, denn Sie wollen uns, bevor wir jetzt auf Ihre aktuelle Situation zu sprechen kommen, was Sie jetzt gerade tun, noch einen kleinen Zaubertrick vorführen. Ja, das kann ich machen. Also das Mauspad, Dankeschön, ja, aber ich zeige das lieber mit meinem schönen Buch. Wegen der schwarzen Unterlage, da sieht man den gelben Ball besser. Ja. Okay, also es ist ein Trick mit einem Ball und mit einem Becher. Okay. Das ist der Becher, das ist der Ball. Und ich stelle jetzt ganz präzise, kurze Fragen. Und Matthias, Sie geben kurze und präzise Antworten. Okay. Matthias, wo ist der Ball? Auf den Becher. Das ist ein schöner Satz, aber falsch. Der Ball ist unter dem Becher, weil das ist der Boden des Bechers. Ja. Kleiner Scherz von mir. Also, für Anfänger mache ich es einfach. Ja. Da ist der Ball unterm Becher oder der Ball ist in der Tasche. Tasche spielt auch mit einer Rolle. Tasche. Also unterm Becher oder in der Tasche. Okay. Ganz einfach für Anfänger. Matthias, der Ball kommt in die Tasche. Wo ist der Ball? Tasche. Richtig, unterm Becher, wie Sie gesagt haben. Ich fange nochmal an. Der Ball kommt in die Tasche. Wo ist der Ball? Kurze Antwort. Becher. Unterm ganzen Satz. Unterm Becher? Ja, da ist er nicht, wenn ich ihn in die Tasche stecke. Nochmal, der Ball kommt in die Tasche. Wo ist der Ball? In der Tasche. Unterm Becher, genau. Ich fange nochmal an. Letztes Mal, der kleine gelbe Ball kommt in die Tasche. Ja. Wo ist der kleine gelbe Ball? In der Tasche. Unterm Becher, nein. Ich fange ein allerletztes Mal. Der kleine gelbe Ball kommt in die Tasche. Wo ist der kleine gelbe Ball? In der Tasche. In der Tasche. Sie müssen in der Tasche. Und warum ist er nicht unterm Becher? Keine Ahnung. Da ist kein Platz. Da ist die Nektarine. Oh. Also. Okay. Und ich sag mal, ist das jetzt ein ganz simpler Trick oder ist der schwer? Das ist ein ganz simpler Trick. So was Ähnliches kann man lernen. Bei Zaubern lernen Kinder leicht. Also das kann man nachmachen. Ist dann eine Show auf dem Zauberschloss mit Edgar Kühlow, mit Kindern aus aller Welt. Und da sind verschiedenste Tricks erklärt. Können Sie auch lernen. Ich gebe mir Mühe. Aber jetzt müssen wir, die Zeit drängt schon, wir müssen jetzt mal auf die aktuelle Situation des Peter Kersten zu sprechen kommen. Mhm. Sie haben 2010 mit 66 Lebensjahren, Sie sagten es schon, geheiratet, haben die Frau fürs Leben gefunden, haben 2012 ein Hotel eröffnet, Peters Zauberparadies oder Ihre Frau? Also Peters Magic Paradise, ja. Es gehört meiner Frau, weil ich darf ja in Indonesien kein Land kaufen. Ja. Also gehört meiner Frau im Grunde genommen. Und und ich zaubere da manchmal rum für Gäste. Wir haben ein paar Gästebungalows, die wir vermieten auf der kleinen Insel Sumba. Da machte ich vor 10 Jahren genau einen kleinen Film für die Windrose. Mhm. Und da las ich vorher in so einem Magazin einen Artikel über die wilden Reiterspiele auf Sumba. Habe ich gesagt, ey, das ist mal wieder eine Geschichte für ein MDR, für die Windrose. Bin hin und lernte bei der Produktion meine Frau kennen. Mhm. Hübsche, junge, schwarze, junge Dame. Und dann seit 10 Jahren sind wir zusammen und vor 4 Jahren haben wir geheiratet.
Und vor 2 Jahren haben wir Peter's Magic Paradise eröffnet. Unser Paradies mit Blick aufs Meer runter und Lebenstraum. Und da will ich auch mal begraben. Sind Sie denn jetzt immer noch rastlos oder haben Sie jetzt praktisch Lebensruhe gefunden? Naja, sagen wir so, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Ich düse also nicht mehr mit dem Zauberkoffer oder die letzten 20 Jahre mit der Kamera in der Hand durch die Welt, sondern ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Zurzeit bin ich sogar in Deutschland für längere Zeit wieder, so 4 Monate. Mhm. Also ich spiele immer im Frühjahr und im Herbst eine Tournee. Ich bin übrigens auch für Privatvorstellungen zu buchen. Die Buchungsadresse docpeterkersten, googlemail.com, können wir mal dann einblenden. Ja. Gut fürs Geschäft. Und ja, also ich mache auch Privatvorstellungen. Ich spiele aber jedes Mal im Frühjahr und im Herbst auch eine Theatertournee. Und ich sage jetzt mal, als alte Rampensau kann man das nicht lassen. Nee, da muss man dann auf der Bühne stehen und ich mache das immer, verbinde das in Deutschland mit meinem Gesundheitscheck. Und diesmal bleibe ich länger, weil ich mir in Radebeul noch eine kleine Wohnung wieder einrichte. Ich habe die letzten Jahre, wenn ich nach Deutschland kam, für kurze Zeit immer nur in einer Ferienwohnung gewohnt, will aber mir wieder in Radebeul eine kleine Wohnung einrichten. Ach, apropos Radebeul, am 10. Juli spiele ich meine komplette Show in der kleinen Gaststätte Kleine Rast in Radebeul in der mittleren Bergstraße. Also wenn Sie Interesse haben, wird nicht mehr oft in Deutschland passieren. In meinem Alter, man weiß ja nie, was passiert nächstes Jahr. Ne? Wenn man dann so die 70 weit raus ist. Und ja, und vielleicht da spiele ich nochmal meine Show Wunder inklusiv. Wie gesagt, Kleine Rast in Radebeul am 10. Juli. Genau. Und wer dorthin möchte, der sollte sich vielleicht auch mal kurz anrufen vorher. Die Kleine Rast anrufen, ja, nicht mich. Kleine Rast, weil es ja noch eine ganz wirklich kleine Raststätte ist. 35 Leute, sagten Sie, ne? Ja, wir spielen, also wenn es mehr Leute werden, spielen wir eine zweite Vorstellung am anderen Tag oder so. Aber es sind gute Freunde von mir, die haben also eine wunderschöne kleine Gaststätte. Da habe ich übrigens auch meine Bali-Ausstellung. Mhm. In der kleinen Raste hängen meine Bilder, die ich mit Gemälde, die ich aus Bali gesammelt, mitgebracht habe. Skulpturen, Masken, kann man also mit einem guten Essen, kann man also ein bisschen auch balinesisches Flair genießen. Herr Kersten, wenn Sie jetzt noch Wünsche haben, für die nächsten Jahre, welche wären das? Wo sagen Sie hier, das will ich noch erreichen, das will ich noch tun, das will ich schaffen? Also am liebsten möchte ich, vielleicht kann sich mal die große Politik darum kümmern, ich meine, die kümmern sich auch um Griechenland. Ja. Nicht, warum? Also die sollen sich mal ums Wetter kümmern, weil ich hasse es. In Deutschland, ich bin es ja nicht gewöhnt, 30 Grad, 3 Tage später 12 Grad. Wie jetzt gerade im Juni. Es ist für meinen Körper fürchterlich. Mir tut alles weh, nicht diese Temperaturschwankung. Bei uns auf Sumba und auf Bali, wo ich ja nun lebe, da geht alles schön gleichmäßig. Alles so zwischen 26 und 32 Grad. Vormittags ist unser Swimmingpool noch relativ kalt. Da haben wir so 24 Grad. Aber dann Nachmittag haben wir so angenehme 27 Grad im Pool. Aber Deutschland hat ja auch was Gutes, ne? Es gibt einen festgelegten Fahrplan der Bahn. Die Flugleuzen streiken in regelmäßigen Abständen. Ja, auf Sumba gibt es gar keine Bahn oder auf Bali. Eben deswegen Deutschland. Ja, aber Sie haben wir nicht mal Lokomotiven. Da können die Lokomotivführer gar nicht streiken. Es gibt keine Lokomotiven. Und keine Gewerkschaft ist ganz traurig, ne? Ach, die gibt es eh nicht. Also, aber sagen Sie doch, also auf Sumba hat meine Frau das Sagen, ja? Da brauchen wir keine Gewerkschaft. Das gibt es in Deutschland aber auch, dass die Frau das Sagen hat. Ne? Sind Sie verheiratet? Nein. Ah ja. So, Schlusssatz. Ein Schlusssatz. Herr Kersten. Schlusssatz des Zauberers. Und das soll ich völlig unvorbereitet machen? Ja, dann könnte ich eigentlich nur sagen, dass ich mir wünsche, und das wünsche ich eigentlich allen und auch Ihnen und vor allen Dingen dann den jungen Leuten, die gerade erst ihre Karriere anfangen, dass das Leben immer so verläuft, wie man sich's wünscht. Und vor allen Dingen den jungen Leuten zu sagen, nicht gleich aufs große Geld gucken. Irgendwann, wenn man richtig gut ist, kommt das von alleine. Aber um richtig gut zu werden, um im Leben was zu erreichen, muss man dahinter stehen. 100% oder mehr. Und wenn man mit Begeisterung etwas tut, dann hat man auch Erfolg. Und wenn man Erfolg hat, stellt sich das Geld dann auch von alleine ein. Und das ist im Leben nicht das Wichtigste. Meine Verwandten auf Sumba kommen mit so wenig aus. Die haben 3 Hemden, die haben eine Hose zum Wechseln und die meisten haben gar nicht Schuhe, die haben ein paar Sandalen und die haben 2-mal am Tag eine warme Schüssel Reis mit ein bisschen Gemüse drin und das reicht denen.
Und das sind glückliche Menschen. Und ich kriege immer einen Schock, wenn ich nach Deutschland komme und die Leute sehe, ich muss das haben und ich muss das haben und ich will das und warum kriege ich nicht das? Ich wünsche anderen, ich habe es ein bisschen gelernt, dort in einem sogenannten Entwicklungsland, ein bisschen die Ansprüche runterschrauben und ein bisschen mehr fürs persönliche Glück tun. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen vor allem Gesundheit. Danke, dass Sie das ist das Wichtigste. Noch weiterhin zaubern können, dass Sie noch weiterhin viele Jahre zusammen mit Ihrer Frau glücklich in Indonesien leben das hoffe ich auch. Können und einen wirklich schönen, haften Lebensabend haben. Da, Lebensabend wollen wir noch nicht drüber sprechen. Lebensvorabend. Vorabend ist besser, ja. Okay, in diesem Sinne, also Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich. Liebe Zuschauer, das war der Talk im Autohaus. Im nächsten Monat gibt es eine neue Ausgabe. Wer dann zu Gast sein wird, das verrate ich Ihnen noch nicht. Seien Sie gespannt. Bis dahin sagen wir hier beide Tschüss. Tschüss. Das war Talk im Autohaus. Jeden Monat neu mit interessanten Gästen aus Politik, Kultur und Wirtschaft.